Ja, das ist das 16. Thüringer Schachoben. Für alle begeisterte Schachspieler offen und jeder kann sich anmelden. Es waren schon Weltmeister hier, Seniorenweltmeister. Klaus Klund zum Beispiel war zweimal vertreten. Macht mal so 16 Jahre jetzt und es ist eigentlich ganz gut besucht, vor allem qualitativ sehr gut besucht. Und ja, das erste Mal in dieser Halle hier, die ist ja neu gebaut. Seit Januar ist die jetzt in Betrieb und ja, es ist eigentlich ganz okay. Schachspielen, das, wenn man das einmal macht, lässt es einen nicht mehr los, weil das ist so vielseitig und da kann man, sagt man, das ganze Leben lernen und hat nur die Hälfte begriffen, weil es ist einfach, wie soll ich sagen, faszinierend. Perfekte Spiel ist, wenn man dann Gegner mit allen Mitteln, die man hat, erstmal matt setzen kann, aber das ist so schwierig. Erstmal einen kleinen Vorteil suchen, den Vorteil immer ein bisschen ausbauen, Stellung verbessern, positionell sich gut stellen und das ist eigentlich gute Schach. Ja, mein Vater, der hat schon früh gespielt und da habe ich halt dann, hat er uns das halt schon gezeigt als kleineres Kind. Wir haben dann erst immer falsch gespielt, aber dann sind wir dann zu Matthias. Ja, dann haben wir halt richtig angefangen zu spielen. Also mir macht das Spaß, dass man sich da konzentrieren kann. Und das beruhigt halt Schachspielen. Und mein Opa hat auch schon Schach gespielt und war auch schon ein sehr guter. Das Strukturieren vor einem Spiel ist das, was mir gefällt eigentlich. Das Aufbauen. Und wir von 32 Jahren an spiele ich schon Schach. Spät angefangen, aber es macht mir eben Spaß. Gymnastik fürs Gehirn. Das Schachspieler müssen ja ein bisschen nachdenken. Und gerade wenn man älter wird, damit man nicht Alzheimer gefährdet ist. Ja, macht man ein bisschen Gymnastik, was anderen hier Jogging machen, machen wir im Gehirn. Haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch ganz gut weiterentwickelt. Ist ein sehr aktiver und sympathischer Verein. Ich denke, das Niveau ist steigend und macht immer Spaß, hier dran teilzunehmen und auch gegen die Frankenheimer zu spielen. Prima. Die Bedingungen sind ausgezeichnet und es ist eigentlich ein sehr schönes Turnier, denke ich. Also ich kann nur sagen, man sollte immer einem Schachclub beitreten, denn Schachspielen kann man bis ins hohe Alter und man macht sich nicht die Knochen kaputt. Und es macht vor allen Dingen viel Freude. Wenn man Spaß am Schachspielen hat, kann man sich ohne weiteres hier sofort im Verein anmelden. Wir haben jetzt auch seit letztem Jahr 4 Kinder dabei, die haben ein bisschen Unterricht gegeben und die spielen dann der Kreisklasse schon voll mit. Und jeder, der Interesse hat, kann da ohne weiteres mitmachen.